Hallo ihr Lieben, ich war am Samstag in dem Kinofilm 3096 Tage über den Entführungsfall Natascha Kampusch. Ich habe das Buch auch gelesen und dachte, das wäre vielleicht ganz gut, da mal so eine Rückmeldung zu geben. In dem Buch ist natürlich alles nochmal detailgetreuer und vor allen Dingen ist es auch so, dass man da natürlich auch ihre Gefühle lesen kann. Wie man in einem Film kann man das nicht so ausdrücken. Ist ja klar, man kann ja nicht in ihren Kopf reinfilmen. Und von daher, es ist so, der Film hat mich auch sehr berührt. Es ist eindeutig so gewesen, dass in dem Kinosaal selber es sehr ruhig war. Gerade in diesen ganzen Szenen, wo sie in dem Kellerverlies ist, wo sie schreit um Hilfe, dass sie Hunger hat. Und also es ist schon so, dass ich im Vergleich jetzt zu anderen Kinofilmen, es war eine ganz angespannte Stille. Und man hat schon gemerkt, wie die Menschen berührt sind von dem, was da passiert. Also der Film ist sehr gut gemacht in dem, dass die Szenen, also wirklich die Szenen, die gezeigt werden, sind wirklich im Buch auch so beschrieben, wie sie in dem Film dann gezeigt werden. Das fand ich sehr, sehr gut. Für Leute, die jetzt das Buch nicht gelesen haben, ist das, glaube ich, schon wow, super Wahnsinn. Also ich fand den Film auch sehr berührend. Es ist wirklich so, dass einen das auch mitnimmt und man dann auch sieht, wie zwiegespalten die Beziehung zwischen ihr und ihm gewesen ist. Also wo er einerseits dann wieder total nett war und ihr was geschenkt hat oder einfach auch mehr oder weniger nett, freundlich zu ihr war und im nächsten Moment aber völlig ausgerastet ist. Und eben diese Anspannung auch von ihr, so wie kann ich jetzt immer diese Angst, und dann hat sie aber sich versucht, doch wieder zu trauen, irgendwie ihm entgegenzutreten, und ja, das wird schon ganz gut dargestellt. Ich habe sowieso schon vor dem Film und auch bevor ich das Buch überhaupt gelesen habe, meinen größten Respekt vor der Natascha gehabt, weil ich finde, es ist so bewundernswert, wie einigermaßen stark sie doch da rausgekommen ist. Ich finde, man merkt ihr in Interviews und so weiter schon deutlich an, dass das Ganze, was sie erlebt hat, einfach seine Spuren hinterlassen hat und dass sie das auch niemals ganz verarbeiten kann. Das ist ja auch völlig normal und ganz klar, wenn man erst mal sieht, wie sie da gelebt hat und was sie durchgemacht hat. Und vor allen Dingen, ich finde, die Menschen können sich immer nicht vorstellen, wie viele Jahre so 8 Jahre sind. Wie viele Jahre das eigentlich in einem Menschenleben sind, was man in 8 Jahren alles erlebt. Und wie viel Zeit das ist, die ein Mensch, wenn er so in so einer Gefangenschaft lebt, dort verbringen muss. Was mich ganz doll schockiert, ist, wie viele Menschen mit ihr umgehen. Wie sie dann einfach sagen, ja, da gibt es Verschwörungstheorien und keine Ahnung und die Mutter hat was zu tun und der Vater hat damit was zu tun und die war verliebt in den und die hat da so einen Scheißdreck, haltet euren Mund. Ihr solltet mal selber in so einer Situation sein, so viele Jahre lang, genau dasselbe durchmachen und dann will ich euch mal sehen, wie doof über sie reden, wie es euch in der Situation gehen würde. Und wie ihr das fändet, nach so vielen Jahren rauszukommen und dann so negative Sachen darüber zu hören. Es ist scheißegal, finde ich, was sie daraus macht, ob sie damit Geld verdient, ob sie in die Öffentlichkeit geht. Sie soll machen, was sie möchte, wenn es ihr hilft und wenn sie damit besser umgehen kann. Und ich finde, es steht ihr zu, nach so einem schlimmen Leben, das sie da unten hatte. Ich finde, das ist das Mindeste, was sie machen kann, in die Öffentlichkeit zu gehen, darüber zu reden. Wenn ihr das hilft, dann lasst sie doch um Gottes Willen und hört auf, so schlecht über sie zu reden. Sie hat so schlimme Sachen durchgemacht und ich finde, ich habe eine große Hochachtung davor, wie sie damit umgeht. Vor allen Dingen ist ja so, sie hat ja auch Geld bekommen, ist ja ganz klar, das steht ihr auch völlig zu. Und sie hat ja sogar an die Fritzl-Kinder damals, die jetzt ja von dem Vater gefangen gehalten wurden, Geld gespendet und sie hilft, wo sie kann, weil sie einfach selber jetzt weiß, wie schlimm es ist, wenn man in so einer Situation ist. Und von daher, Leute, wirklich, wenn ihr schlecht über sie redet, lest dieses Buch, geht in den Film, guckt es euch an.
dann merkt ihr erstmal, in was für einer Spannung sie da gelebt hat. Und natürlich ist es auch so, dass man dann vielleicht eine gewisse Beziehung zu seinem Entführer hat, weil es einfach so ist, dass er der einzige Mensch ist in ihrem Leben zu der Zeit. Sie hat ja niemand anders gehabt und für sie war das auch ein bisschen die Möglichkeit, eben raus mal zu kommen aus dem Kellerverlies. Und natürlich musste sie dann sich verstellen, versuchen, ihn zu mögen. Ein Stück weit hat sie ihn vielleicht dann auch gemocht, weil er einfach der Einzige war, mit dem sie in irgendeiner Weise eine Beziehung hatte. Es war ja quasi Mutter-Vater-Ersatz in einem. Und Leute, wirklich, seid so gut, lest dieses Buch und dann bildet euch bitte eine richtige Meinung und redet nicht so einen Scheiß daher, von wegen, was die Medien alles erzählen, wer da involviert gewesen sein soll und keine Ahnung. Das Mädchen war 9 Jahre alt, als es entführt wurde. 9 Jahre alt, es war ein Kind. Und die hat bestimmt mit Sicherheit sich nicht verstellt in irgendeiner Weise. Das können Kinder nicht, das könnt ihr mir nicht erzählen. Also, ich empfehle euch, lest dieses Buch, bildet euch eine eigene Meinung und dann könnt ihr darüber reden, aber nicht indem, dass ihr guckt, was die Medien erzählen. Die erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Also, der Film ist sehr gut, ich empfehle ihn reinzugehen, sich das anzugucken. Er ist auf jeden Fall sein Geld wert, ganz klar. Es ist kein Film, den man ständig angucken kann, weil er dann einfach auch sehr berührend ist. Und ja, aber ich kann absolut empfehlen, den Film anzuschauen. Es lohnt sich. Das muss jetzt mal gesagt werden. Tschüss.